Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, möchte ich das Ergebnis bekannt geben für die Wahl des Datenschutzbeauftragten. Von den 709 Mitgliedern des Bundestages haben ihren Stimmzettel abgegeben 658, ungültige Stimmzettel einer, mit Ja haben gestimmt 444, mit Nein haben gestimmt 176, Enthaltungen 37. Der Abgeordnete Uli Kelber hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 355 Stimmen erreicht. Ja, der SPD-Abgeordnete Ulrich Kelber, bisheriger Justizstaatssekretär, der wird also neuer Bundesbeauftragter für den Datenschutz werden. Wenn Sie mit Glückwünschen noch einen Moment warten können, dann würde ich gerne feststellen, dass der Abgeordnete Kelber gemäß § 11 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz zum Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit gewählt worden ist. Herr Kelber, nehmen Sie die Wahl an. Nehmen Sie die Wahl an, Herr Präsident. Herzlichen Glückwunsch und eine erfolgreiche Amtsausübung, ein glückliches Händchen, da Sie, bevor Sie Ihren Dienst, wenn Sie noch einen Augenblick mit den Glückwünschen warten können, da Sie, das verlangt die Gewaltenteilung, bevor Sie Ihren Dienst in Bonn antreten, Ihr Mandat niederlegen müssen, möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie 18 Jahre lang Mitglied dieses Hauses gewesen sind. Sie waren immer ein streitbarer, ein kompetenter und auch, wenn man darauf schaut, wie die Bundesstadt Bonn blüht und prosperiert, erfolgreicher Abgeordneter. Dafür möchte ich im Namen des ganzen Hauses danken. Ja, Thomas Oppermann, der jetzt als Bundestagsvizepräsident natürlich hier das Formale auch noch erledigen muss, war natürlich auch in der letzten Legislatur der Fraktionsvorsitzende, auch von Ulrich Kelber, der ja dann hier als SPD-Abgeordneter ausscheiden wird, sein Mandat niederlegen wird, wenn er dann die Nachfolge von Andrea Vosshoff antritt, die seit 2014 im Amt war, auf 5 Jahre gewählt. Und Uli Kelber wird also zum 1. Januar 2019 sein Mandat niederlegen und als Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit nach Bonn gehen.